Servus, grüezi und hallo, liebe Freunde. Wir sind in der Schweiz oder im Bergischen Land angekommen. Und ich habe, wie hießen die beiden noch? Ihr Margot und Hannelore? Sag mal, wie hießen die zwei Volksmusikanten-Stadelvögel? Keine Ahnung. Da fragst du mich den Richtchen. Ja, hier, das ist Hannelore und da vorne ist Margot. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hola. So, nein, wir sind natürlich, ich wurde vom Hot-Team wieder eingeladen, in Form von Andreas und vom Zumbold, also vom Moroni. Und wir gucken uns heute ein Update an. Offensichtlich hat das mit dem LKW hier zu tun. Und wenn ihr die Musik im Hintergrund mögt, dann lasst mal ein Däumchen. Ihr könnt aber auch Mario schreiben, dass es das abgrundtief hässlich ist. Ja, ihr könnt auch schreiben, dass die Musik macht das nie wieder an. Diese Schmerzen, ich muss Schmerzen ertragen. Aber ihr müsst das jetzt ertragen. Für diese Folge gehen wir jetzt mal durch und im nächsten Video gibt es dann was anderes. So, dann lass uns doch mal hier den Volker Scania uns angucken. Ja, der Chris hat nochmal an den Scanias rumgeschraubt und Ja, ich lauf mal rüber, ne? Mal ja, lauf mal. Also die zwei hier sind geupdatet, die sind etwas, haben noch ein bisschen mehr. Haben die den all solche Sachen gekriegt, aber da kommt noch gleich was hinzu, der Ronny holt es schon. Aber was heißt denn all solche Sachen jetzt? Sag doch mal bitte, was ist der Spiegel hier vorne? Der ist auch neu, oder? Ja, genau. Das sieht übrigens schon sehr cool aus. Was hat der denn noch neu gekriegt? Mach uns doch mal hier so eine Info. So eine Info. Also, an der Farbe hat er rumgedreht. An den Felgen hat er, soweit ich weiß, rumgedreht. Am Licht hat er noch was gemacht. Ja, wie gesagt, es ist ein allgemeines Update. Lampenbügel war er nochmal dran. Und Umleuchten hat er gekriegt. Und. Kannst du ja gleich noch im Shop zeigen. Aber wie gesagt, der Ronny holt noch was. Der holt noch ein Fahrzeug. So. Doch, ich habe mal die Rundumleuchten angemacht. Ah, was für Schwerlast, ich sehe jetzt schon. Ja, und wo ist denn der Auflieger? Der Auflieger. Ja, wir brauchen noch jemand. Wir haben doch hier. Ja, mach doch mal einen Schwerlastauflieger. Jetzt steige ich mal. Wo ist der Shop? Wenn du dich hier nicht auskennst, du hast ja hier gespielt. Also. Ja, das ist, weißt du, wie lange das ist? Hier vom Hof runter direkt rechts an der Straße geradeaus durch. Oh, guck mal, das sieht richtig gut aus. Schönes Gerät. Ich hab dir einen gekauft. Danke. Und dann könnt ihr schon mal in die LKWs einsteigen, die werden wir nämlich jetzt durch die Gegend transportieren. Hab ich jetzt hier Laufprobleme? So, was sind denn das für Flaschen da oben drauf? Das sind ja Gasflaschen oder sowas, ne? Auch der sowas, oder ist das? Das ist eine verstärkte Luftdruckanlage. Verstärkte Luftdruckanlage. Schwertransport hat halt ein paar mehr Bremsen als normaler. Ja. Dadurch wird definitiv mehr Luft benötigt. Der hat einen stärkeren Kompressor, wenn ich mich nicht vertue. Der hat mehr Lufttanks, damit er halt an sich mehr Luft transportieren kann. Achso, ihr seid schon da. Okay. Ja, ja, Moment. Mehr oder weniger. Bin schon da. Soll jetzt da drauf fahren? Ja, klar. Okay. Andreas, das schaffst du, oder? Ja. Er hat die Kurve nur zu eng genommen. Ja, das wird weit. Gerade, nein, nein. Oh, nee, das wird nichts. Ja. Nein, nein. Oh, ja, nein. Ah. Nein, ja. Das wird aber knapp. Ausmachen sollte helfen. Ah, könnte aber. Ach, enge werden. Passen nicht zwei hintereinander. Nee, zuklappen wird nichts. Ah, pass mal auf, das wird aber witzig. Das macht nichts. Moment. Macht er trotzdem. Mach das. Ja, steig mal aus. Doch. Guck. Aber. Genau eingekeilt. Aber die sind nicht zu. Der arbeitet noch weiter dran, jetzt zuzuklappen.
Was Tatsache fehlt, ist hier vorne die Rampe, dass du noch ein Stück hochfahren kannst. Ja. Bisschen schade eigentlich, ne? Ja, wir lassen die trotzdem ein bisschen zappeln hier. So, hier. Mach so. Die Spanngurte. Ach so, ja, genau. Nee, das machen wir so nicht. Aber jetzt ist er zu. Dann nur eine Seite. Na, die andere ist noch offen. Super. Jetzt ist er ganz zu. Hat er noch so hochgedrückt. Ja, die haben wir jetzt ein bisschen schief geladen. Das muss jetzt, genau, der hat die vorne drauf gedrückt. So, hier. Oh, der hat einen größeren Wendekreis, stehe ich gerade fest. Ja. Oh. Oha, da muss ich. Ich wollte ausholen, aber das. So, jetzt geht's. Ab in die Berge. Also ich glaube, für Mario müsste man nochmal einen 16-Achser Tieflader basteln. Boah, so ein richtig einen richtigen Schwerlast. Ja, so ein richtiger Schwerlaster, der entsprechend auch so Klötze überall hat und die er mitführt. Und das wäre schon eine feine Sache, der so ein bisschen Funktion mit Ausklappen rechts, links hat. Genau. Damit man auch mal wirklich ein landwirtschaftliches Gerät mal mitkriegen kann. Also ich bin schon mit dem Gerät unterwegs. Er ist auf jeden Fall straßentauglich, funktioniert hervorragend. Und die Musik ist großartig. Sehr gut. Aber guck mal, der schraubt sich auch hier den Berg hoch. Das ist schon relativ steil hier. Ja. Aber natürlich nicht mit Vollgas, ne? Nein, das ist klar. Hat ja auch ein bisschen Last drauf. Aber guck mal, das muss ich jetzt aber zugeben, das ist ja Profis am Werk, oder? Oh, war ja ein Kreisverkehr. So, sperrt den ab, da darf keiner mehr rein. Sperrt den ab! So, Schwerlastzüge dürfen auch über den Kreisverkehr. Ja, hervorragend. Danke dir. Mach das Schild da ab. Einfach absägen. Ach ja. Ja, wäre das Singleplayer mit, dann wäre ich vorgefahren, hätte schon mal die Schilder platt gemacht. Ja, stimmt, die kann man dann umnieten, ja. Obwohl, ich glaube, die kleinen an dem Kreisverkehr kriegst du, glaube ich, nicht weg. Doch. So, ich bin gleich fertig mit der Lieferung, ne? Also, das ist ja auch ganz üblich, dass oben auf der Almhütte die V8s gebraucht werden. Der Kraxelhuber hat den V8 bestellt für die Heidi und den Ziegenpeter. Ach, deswegen soll ich nicht einsteigen. Es gibt kein Beifahrerskript, nur nicht, ne? Ja, ehrlich. Also, bitte. Ja, sitzt noch gut hintereinander. Das geht doch hervorragend. Ja, ist halt kein Beifahrer, ist halt, ne? Mit Fahrerskript, aber egal. So, wir sind gleich oben. Seht ihr das? Ziel ist schon. Andreas, und du bist dann die Heidi, ne? Nein. Der Ziegenpeter. Du bist der Ziegenpeter? Ja. Ich glaube, ich wäre lieber die Heidi, wenn ich an die beiden denke. Ich bin der Almödi. Ja. Du bist der Almödi. Mario, dann bist du die Heidi. Nee, ich bin der Opa von der Milka-Werbung. Is cool, man. Achso, okay. So, wir sind da. Ja, dann sehen wir mal zu, wie die hier geparkt ist. Warte, ich habe doch hervorragend geparkt. Hier, guck dir das an. Ist das? Das ist ja wohl ein Tipptopp. Doch, dann fahren wir die LKWs runter und dann musst du rückwärts wieder zurücksetzen. Na, der fährt einmal quer über die Wiese, wir kennen nur Mario. Was denn? Ich finde, wir sind hervorragend fertig mit dem Update-Video. Ja, finde ich auch. Kannst ja nochmal im Shop zeigen, unter LKWs. Ja, das kann ich natürlich nochmal machen. Jetzt muss ich gerade gucken, wo waren denn die LKW da? Ich muss die Musik ausmachen, die macht mich wahnsinnig. Ja, ich kann das eigentlich sehen. Ich kann die selber nicht ertragen. Das ist gut. Jetzt werden die ersten Zuschauer schon reinschreiben. Auf jeden Fall, Mario, dann wollen wir wieder hören. Ja, natürlich. Schön, die Polka. So, da haben wir ihn. Wir haben natürlich direkt den Vierachser auch genommen. Guck mal, den gibt es auch in Blau. Was haben wir denn hier? Farben. Guck
So ist auch gut. Ich habe da halt so eine Standard-Config, die ich ganz oft nehme. Deswegen sieht er aus, wie er aussieht. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir müssen halt nur mal gucken, wo die... Naja, das sind die... ich fand das schon ganz cool, dass der drei Designfarben hier vorne im Grill hat. Ne? Da kannst du ja schon einiges machen dann auch. Bei den Fällen kannst du ein bisschen rumschrauben. Ja, ist doch cool. So, und dann, das, ich glaube, die ganzen Sachen haben wir beim letzten Mal ungefähr auch schon gesehen, ne? Ach, Lenkachse Mitte ist da sowieso mit drin. Die ist pauschal drin, ne? Genau, das ist die zweite Achse, die ist dann auch gelenkt. Das ist beim Vierachser schwierig zu schreiben, Mitte, weil in der Mitte sind zwei Achsen. Ja, ja, klar. Also ist die erste von den dreien, die mitlenkt. Also, und die Bügel sind noch ein bisschen angepasst, sehe ich schon. Die Fensterleiste mit diesem... Was ist das eigentlich? Ist das ein Scania Adlerlöwe oder ist das ein Greif oder was ist das? Griffin nennt man das in dem Moment. Griffin, also ist ein Greif, ja? Genau. Okay, stimmt, da steht ja auch Mighty Griffin. Hier steht es ja auch, ne? Ja, eigentlich. Ja. Da steht es dran, Mario. Da fehlt mir immer ja noch der Mighty Hirsch, ne? So, ja. Haben wir hier Mighty Griffin haben wir hier auch. Installieren, aber das hatten wir alles schon. Haben uns alles schon angeguckt. Wie gesagt, liebe Zuschauer, guckt euch das an. Chris, an dich nochmal vielen lieben Dank für diese nächste Version des Scanias. Ich denke, jetzt haben wir schon eine ganze Menge, mit dem ihr hantieren könnt, mit dem ihr spielen könnt. Ich finde diesen übrigens, ist mein kleines persönliches Highlight, dieser zusätzliche Spiegel. Das sieht tatsächlich relativ gut aus. Muss mal in die Innenansicht gucken. Da sieht man auch was, aber ich kann es nicht deuten. Worauf ich gucke gerade, glaube ich, auf die Fensterzierleiste. Aber es ist ein schönes Detail. Gefällt mir sehr gut. Ja, coole Nummer. Also, mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, verabschieden wir uns für heute, oder? Ja, tschüss für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich finde, wir haben ihn so ausgiebig jetzt getestet. Jetzt sind die Zuschauer dran. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das Ding im Einsatz habt. Und natürlich schickt Bilder im Hot Discord, bei uns im Discord, wo ihr mögt. Ist immer schön zu sehen, wenn ihr Bilder von den Geräten im Einsatz habt. Bis dahin, viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye bye und ade.